Ich zeige dir heute, wie du in Logic Send-Effekte richtig einsetzt, wie du Post-Pan, Post-Fader und Pre-Fader richtig verwendest und ich zeige dir eine Sache in Logic Signal Flow, die du so wahrscheinlich noch gar nicht gewusst hast. Geht los! Ganz kurze Einführung in Sends. Sends werden in Logic wie auch in den meisten anderen DAWs meistens für Effekte wie Reverb und Hall eingesetzt. Und in Logic machst du das so, indem du hier einfach in deinem Kanalzug, wo jetzt hier ein Piano in meinem Fall reingeladen ist, indem du hier einfach auf Send gehst und dann einen Bus auswählst, einen freien, der nächste freie ist hier 1. Und bei Logic ist es so, das ist ein bisschen anders als in anderen DAWs, dass er dir geschickterweise den Send hier gleich anlegt. Ich nenne den hier mal Hall oder Reverb. Und jetzt setze ich hier einfach mal ein Reverb-Plugin ein. Ich nehme hier einfach mal einen Hall von... dass ich ganz gerne einsetze, einfach den RC24. Und wir suchen uns jetzt für diesen Zweck ein großes Reverb aus. Huge Space, nehmen wir mal das. Und jetzt haben wir hier einen großen Hall, der sieht sehr groß aus schon. Und den kann ich jetzt auf mein Piano hier einsetzen, indem ich hier über diesen Send-Regler den Send-Anteil oder die Stärke des Send-Anteils bestimme. Wenn ich jetzt also mein Piano hier laufen lasse und den Send-Regler nach oben drehe, dann hörst du das Hall. Den Hall. So weit, so gut. Was bedeuten jetzt aber diese Effekte hier Post-Pan, Post-Fader und Pre-Fader? Ich schalte mal kurz den Hall für diesen Zweck nochmal ab und wir müssen ganz kurz mal den Signalweg in Logic besprechen, beziehungsweise ein Missverständnis oder was viele Leute falsch verstehen, wenn es um den Signalweg hier geht in Logic im Kanalzug. Und der funktioniert folgendermaßen. Input, Audioeffekte, Volume Fader, Pan und dann Output. Das ist jetzt ein großes Missverständnis hier oder ein großer Denkfehler, den viele machen. Der Pan-Regler kommt nämlich nicht vor dem Volume-Fader im Signalfluss, sondern danach. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und du wirst gleich sehen, warum. Ja, auch wenn er so eingezeichnet ist und den Fehler machen viele und da entstehen auch viele Missverständnisse, gerade wenn es um die Sends hier gleich geht. Ja? Also nochmal Input, Audio-Effekte, Volume-Fader, Pan und dann Output. Wo jetzt dein Send sitzt, bestimmst du über diesen Send-Regler hier, und zwar Post-Band, Post-Fader und Pre-Fader. Ich habe den Hall jetzt mal abgeschalten, nur damit du es einfacher zunächst mal sehen kannst. Ich sag dir gleich noch die genauen Verwendungszwecke. Wichtig ist, dass du das jetzt mitmachen kannst und dass du das auch siehst, ist, dass dein Aux, also da wo der Send hier hinläuft auf den Hilfskanal, dass der Stereo geschalten ist. Was wir jetzt mal machen zunächst ist Post-Pan. Post-Pan bedeutet, dass der Send-Effekt nach dem Pan-Regler und nach dem Volume-Fader eingesetzt wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier Post-Pan bleibe, hier oben sind wir, einstelle oder bleibe, bedeutet das, wenn ich hier nach links gehe, in meiner Hauptsignalquelle, wird auch der Send mit nach links gehen oder nach rechts. Und wenn ich hier an der Lautstärke rumspiele, also lauter oder leiser mache, wird auch der Send-Anteil lauter oder leiser, beziehungsweise der Send-Effekt. Ja, ich mache das mal, das Reverb ist zunächst mal abgeschaltet. Beobachte nur mal die Regler hier, die Fader hier. Siehst also Post-Pan, wenn ich an der Hauptsignalquelle nach links oder nach rechts fade, geht auch mein Send-Effekt mit nach links oder nach rechts. Wenn ich lauter oder leiser werde im Hauptsignal, wird auch der Send-Effekt lauter oder leiser. Kommen wir zur nächsten Einstellung und das ist Post-Fader. Das stelle ich hier um. Post-Fader bedeutet, dass wir vor dem Volume-Fader sind, also vor dem Lautstärke-Regler, aber nach dem Pan, also nach dem Verteilen im Stereofeld hier. Also, wenn ich jetzt hier am Pan-Regler in dieser Einstellung manipuliere, wird sich der Effekt-Send hier, dieser Effektkanal, wird hier nicht mitgehen. Ja? Das heißt, Panning-Entscheidungen werden hier nicht, oder Panning-Bearbeitungen werden nicht beeinflusst. Was mit beeinflusst wird, ist aber die Lautstärke. Probieren wir das auch mal aus. Also Lautstärke,
Entscheidungen werden beeinflusst, aber der Pan bleibt gleich. Kommen wir zur dritten Einstellung und das ist Pre-Fader. Pre-Fader bedeutet, Pre-Englisch bedeutet so deutsch vor, das heißt, wir setzen jetzt den Send-Effekt in der Signalkette vor dem Pan ein und vor dem Volume-Fader. Auf gut Deutsch bedeutet das, dass unser AUX-Kanal hier, unser Hilfskanal hier überhaupt nicht beeinflusst wird. Das heißt, wenn ich in dieser Einstellung hier Pre-Fader jetzt hier manipuliere in der Lautstärke oder im Panning, passiert hier im AUX überhaupt nichts. Machen wir das auch nochmal. Okay. Wie setzen wir jetzt aber am besten diese Pan-Modi ein, diese verschiedenen? Gehen wir hier nochmal durch. Ich schalte das Reverb jetzt nochmal zu. Das ist also scharf geschaltet. Wir haben hier ein bisschen Sand Amount, also ein bisschen was eingeschaltet. Und ich gehe jetzt hier nochmal Post-Pan. Wenn du Post-Pan benutzt, bedeutet das, dass der Effekt mitgeht. Ja, wenn ich jetzt also hier nach links und nach rechts panne, dann geht der Effekt, der Hall wird auch nach links und nach rechts gepannt. Macht's mal. Okay, in diesem Fall geht also der Hall nach rechts und nach links mit. Wenn du das nicht möchtest, dann gehst du eher auf Post-Fader. In diesem Fall kann ich jetzt mein Element hart nach links oder nach rechts pannen, während der Effekt, also der Hall, in der Mitte bleibt. Probieren wir das auch mal. Diese Option ist ganz gut, wenn du einzelne Instrumente hart nach links oder nach rechts panst. Ansonsten klingt das ein bisschen komisch, einfach wenn der ganze Hall dann auch auf der linken Seite hängt. Wenn du allerdings jetzt zum Beispiel zwei akustisch gedoppelte Gitarren hast, die nach links und nach rechts gepannt sind, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich eher Post-Pan benutzen, also wieder diese Einstellung, denn das kann ein bisschen komisch wirken, wenn du also diese beiden Gitarren auf den gleichen Hall schickst. Da ist es besser, wenn die weit nach links und nach rechts gepannt sind, wenn du Post-Pan verwendest. Und kommen wir hier noch zum letzten, das wäre in diesem Fall Pre-Fader. Pre-Fader setzt du am besten ein, wenn du dein trockenes Signal möglichst unabhängig vom Send-Effekt steuern möchtest. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Piano sehr, sehr leise haben möchte, aber trotzdem den Hall sehr, sehr deutlich hören möchte, dann kann ich hier Pre-Fader einsetzen. Ich mache mal das Piano sehr, sehr leise. Es wäre jetzt so eine Art Spezialeffekt, wie du diesen Hall einsetzen kannst. Also ein sehr leises Hauptinstrument, sehr lauter Hall. Deswegen Pre-Fader am besten, wenn du dein Hauptsignal und das Effektsignal möglichst unabhängig voneinander steuern möchtest. Seit Logic 10.4.5 gibt es noch die Sonderfunktion Sense auf Fader. Die ist sehr geschickt, wenn du einen gleichen Hall, also einen gleichen Hall auf verschiedene Instrumente einsetzt, zum Beispiel auf zwei unterschiedliche cleane Gitarren und möchtest diesen Hall nach links und nach rechts pannen. Für die eine Gitarre nach links und für die eine Gitarre nach rechts. Wie das funktioniert, das habe ich dir in diesem Video erklärt. Sense auf Fader ist also hier eine sehr coole Sonderfunktion, die viele Logic-User sehr lange vermisst haben. Wenn du noch effektiver und schneller in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt. Auf jeden Fall runterladen, es lohnt sich und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!